Hallo liebe Freunde, da bin ich wieder, der Adi. Grüße euch ganz herzlich und ich habe wieder was recherchiert, nachdem ich euch gestern diesen Podcast reingestellt habe über die Entscheidung des Vereinigten Staaten Senats in Washington, der diese hunderte von Seiten geheim gehaltener Dokumente publiziert hat. Daraufhin war ich inspiriert, weiter zu recherchieren. Und da bin ich auf Interessantes gestoßen. Also, die große Frage heute ist, ist Obamagate eine Verschwörungstheorie? Am letzten Freitag hat der US-Senat hunderte von Seiten geheimer Dokumente für die Öffentlichkeit freigegeben und ins Netz gestellt. Dabei haben die Senatoren einen Hinweis gegeben, dass ihre Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Hurricane Crossfire Untersuchung mehr beinhalten, als die Definition Obamagate eigentlich sagt. Und was bedeutet das eigentlich? Und warum ist es bis heute nicht gelungen, diesen Schatten der Demokratie in den USA klar zu definieren und auch zu beseitigen? Obamagate ist ein Wort, das der Präsident Trump erfunden hat. Es ist eine Anspielung auf den Watergate-Skandal, der mit dem Rücktritt des ehemaligen Präsidenten Richard Nixon zusammenhängt, nachdem der seine Regierung bei dem Versuch erwischt wurde, einen fehlgeschlagenen Einbruch in das Hauptquartier des Demokratischen Nationalkomitees im Watergate Office in Washington vertuscht haben. Seitdem wurde Gate als Suffix oder als Worterweiterung bei vielen Skandalen verwendet. Von Pizzagate zu Deflategate gibt es viele dieser Worte. Bei Obamagate geht es darum, dass Präsident Trumps Behauptung gegen Präsident Obama aufgestellt hat, worin er die Beamten der Obama-Regierung beschuldigt, sich darauf konzentriert zu haben, Verschwörungen gegen Sicherheitsberater Michael Flynn anzuzetteln und den neuen Präsidenten, also ihn, zu stürzen. Die Diskussionen um diese Theorie sind erst richtig in Fahrt gekommen, als das Justizministerium in einer dramatischen Kehrtwende sich darum bemüht hat, das Strafverfahren gegen Flynn fallen zu lassen, mit dem Argument, dass das FBI nicht gerechtfertigt gewesen wäre, eine Untersuchung über seine 2018 Gespräche mit Russlands ehemaligen Botschafter in Washington einzuleiten. Wie wir wissen, wurde General Flynn im Nachhinein freigesprochen und war danach ein freier Mann. Hat sich dann das Justizministerium noch eingeschaltet. Seither steht die Beschwerde im Raum, Russland habe Trump bei den Wahlen 2016 unterstützt und habe sogar aktiv interveniert und laut Trump sei diese Behauptung das größte Verbrechen in der Geschichte Amerikas. Fast alle wichtigen Medien auf der ganzen Welt haben sich entschieden, diese Behauptungen als eine Verschwörungstheorie abzutun und damit scheint auch das Thema schließlich abgeschlossen zu sein, wäre da nicht der letzte Freitag gewesen, an dem der Senat mit seiner Veröffentlichung zum Thema Hurricane Crossfire Untersuchung neue Fragen aufgeworfen hat und die Entscheidung des Senats, Geheimakten zum Thema öffentlich zu machen, wird zwar im Nachhinein keine großen Folgen für die verantwortlichen Beamten aus der ehemaligen Obama-Regierung haben, aber sie trägt dazu bei, die Wahrheit näher auf den Grund zu gehen, denn jetzt, wo wir die Fakten aus der Untersuchung des Senats näher betrachten können, gibt es auch mehr Klarheit darüber, was eigentlich vorgefallen ist. Und dabei kommt vieles ans Licht, das bisher nur verschwommen wahrgenommen wurde. Ich habe mir die Mühe gemacht und den Report des Senats durchgelesen. Es war eine Heidenarbeit, die für einen Nichtjuristen fast unmöglich zu bewältigen ist. Und der Einfachheit halber habe ich mir Informationen aus den Medien besorgt, die ihre Meinung frei von Vorurteilen recherchieren und auch als unabhängig bekannt sind. Dabei bin ich auf die wertvolle Recherche der Detroit News gestoßen, die sich schon vor Monaten mit dem Thema befasst haben.
Und dazu lese ich euch jetzt ein paar Zeilen vor. Diejenigen, die Obamagate auf Twitter teilen, denen wird empfohlen, Hysterie zu vermeiden, die wir von den russischen Kollusionsgläubigen gesehen haben, denn sie haben keinen Grund, die zunehmenden Beweise zu ignorieren, die gerade freigelegt wurden und die darauf hindeuten, dass die Obama-Regierung in schwere Korruption verwickelt war. Demokraten und ihre Verbündeten, die gerne so tun, als ob Präsident Barack Obamas einzige skandalöse Tat die war, dass er manchmal einen braunen Anzug getragen hat, werden die nächsten Monate viel Zeit haben, sich auf die fieberhaftesten Anschuldigungen gegen Obama zu konzentrieren. Aber die Tatsache ist, dass es bereits mehr zwingende Beweise dafür gibt, dass die Obama-Regierung in Fehlverhalten involviert war, als wir jemals für die Untersuchung der russischen Wahlkampfhilfe zur Verfügung hatten. Es ist keine Verschwörungstheorie, wenn man feststellt, dass die Untersuchung gegen Donald Trump auf einem Oppositionsforschungsdokument beruhte, das mit Fabelwesen und höchstwahrscheinlich russischer Desinformation gefüllt war. Wir wissen, dass das Department of Justice widersprüchliche Beweise zurückgehalten hat, als es begann, diejenigen in Trumps Umfeld auszuspionieren. Wir haben Beweise dafür, dass viele der relevanten Pfizer-Bewilligungsanträge fabrizierte Beweise sind mit Fehlern durchsetzt. Und wir wissen, dass Mitglieder der Obama-Regierung wiederholt Trumps Verbündete demaskiert haben. Wir wissen jetzt auch, dass trotz eines Mangels an Beweisen das FBI Michael Flint durch den Fleischwolf gedreht hat, um ihn ein Schuldbekenntnis abzuringen, eine Tat war, die nichts anderes als eine gerichtsfeste Anklage erreichen wollte und konnte. Mehr noch, der breitere Kontext dieser Angelegenheit macht aus Fakten in der Tat eine erstaunliche Überraschung. Bis 2016 verfügte die Obama-Regierung über einen Geheimdienst, eine ganze Gilde, die die Verantwortung hatte, die Spionage innerhalb des Landes auf ein Niveau zu bringen, das als normal betrachtet wurde. Schauen wir mal zurück, um zu sehen, wer da alles so aktiv gewesen ist. Da war Obamas Direktor des Nationalen Geheimdienstes, James Clapper, der berühmt war, die Bürger auszuschnüffeln und der den Kongress angelogen hat. Sein CIA-Direktor John Brennan, der eine Agentur überwacht hat, die sich wohl dabei fühlte, den Senat auszuspionieren, wobei mindestens 5 seiner Untergebenen in Computerdateien des Kongresses eingebrochen sind. Sein Generalstaatsanwalt Eric Holder berief sich auf dem Espionage Act, um einen Journalisten von Fox News auszuspionieren und verhandelte seinen Fall mit 3 Richtern, bis er einen fand, der ihn den Reporter als Mitverschwörer nennen ließ. Die Obama-Regierung spionierte auch Reporter der Associated Press aus, was die Nachrichtenorganisation als massives und beispielloses Eindringen bezeichnete. Und obwohl es längst vergessen ist, Obama-Beamte wurden bei der Überwachung der Gespräche der Mitglieder des Kongresses ertappt, während die das Iran-Atomabkommen unter Ausschluss der Öffentlichkeit debattierten. Okay, meine Lieben, also da haben wir einiges und wir dürfen natürlich jetzt nicht vergessen, dass ja sogar Angela Merkel behauptet hat, Ausspähen unter Freunden geht gar nicht. Wir können uns alle daran erinnern. Warum sollte man glauben können, dass diese Leute nicht einen Vorwand haben, die politische Oppositionspartei auszuspionieren? Wir wissen doch, dass Barack Obama sehr daran interessiert war, an der Untersuchung der russischen Hilfe für Trump. In ihrer allerletzten Stunde im Amt schrieb die nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice in ihrer allerletzten Amtshandlung
eine selbsterhaltende E-Mail, in der sie feststellte, dass sie an einem Treffen mit dem Präsidenten der stellvertretenden Justizministerin Sally Yates, dem FBI-Direktor James Comey und Vizepräsident Joe Biden teilgenommen hatte, in dem Obama betonte, dass alles in der Untersuchung nach Vorschrift ablaufen sollte. Die berechtigte Frage hier ist, haben hochrangige Beamte der Obama-Regierung solche Untersuchungen nicht immer nach Vorschrift durchgeführt? Es ist merkwürdig, dass sie speziell angewiesen wurden, nicht nach Vorschrift zu handeln. Es ist auch seltsam, dass der scheidende nationale Sicherheitsberater 15 Minuten nach Trump als Präsident vereinigt worden war, plötzlich dieses merkwürdige Treffen veröffentlichte. Nichts davon bedeutet natürlich, und das ist wichtig, dass Obama ein bestimmtes, leicht zu definierendes Verbrechen begangen hat. Das will hier auch keiner behaupten. Oder dass er vielleicht irgendetwas getan hat, was kriminell war darin. Darum geht es hier nicht. Und wir können mit ziemlicher Sicherheit auch sagen, dass das nicht passiert ist. Aber sein Personal, seine Beamten sind eine ganz andere Geschichte. In einem gesunden Medienumfeld würden die sich häufenden Beweise für ein Fehlverhalten nach einem Schwall von journalistischer Neugier aufschreien. Die Frage ist, warum sind die ganzen Medien auf der Welt nicht hellhörig geworden? Warum gab es keinen Aufschrei, nachdem das hier ja alles schon bekannt war? Man könnte jetzt auch fragen, warum ist das alles nicht so wichtig? Zum Teil wahrscheinlich, weil viele der Charaktere im Mittelpunkt dieser offensichtlichen Fehlverhalten gerade dabei sind, die Macht in Washington wieder zu übernehmen. Biden ist der nächste Präsident der Demokratischen Partei. Er kandidiert aus dem Erbe von Obamas Erbe. Und er war bei dem Treffen mit Rice dabei. Er hat sogar bestritten, etwas über die FBI-Untersuchung im Fall Flynn zu wissen, bevor er gezwungen war, sich zu korrigieren, nachdem ABC George Stephanopoulos darauf hinwies, dass er Biden in der E-Mail von Rice erwähnt wurde. Es ist völlig legitim, sich jetzt zu fragen, was er über diese Ermittlungen gewusst hat. Skeptiker weisen gerne darauf hin, dass die Obama-Administration kein Motiv hatte, sich mit Missbrauch zu beschäftigen, weil die Demokraten sicher waren, dass sie die Wahlen gewinnen würden. Richard Nixon hat 1972 49 Staaten gewonnen. Seine Kumpane hatten es nicht nötig, in die Büros der Demokratischen Partei einzubrechen und Watergate auszulösen. Aber wie die FBI-Agenten, die in dem Fall beteiligt waren, festgestellt haben, brauchten sie eine sogenannte Versicherungspolice im Fall, dass das Undenkbare passieren würde. Was ist das Undenkbare? Im Jahr 2016 geschah das Undenkbare. Und wir haben 4 Jahre später, heute, immer noch mit den Folgen zu kämpfen. Wir wissen nicht, wo dieser Skandal enden wird, aber man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um sich das zu fragen. So, meine Lieben, ich hoffe, ich habe euch wieder was Interessantes Neues gebracht. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt uns treu, gebt uns Likes, kommt auf unsere Abonnements. Euer Adi vom Translated Press. Alles Gute nach Hause. Ciao, ciao.